Ja, schönen guten Tag. Erstmal Markus Peichel, vielen Dank für diesen sehr dankbaren Referentenslot gleich nach der Mittagspause. Ich habe keine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, ich werde aber auch nicht freisprechen, sondern ablesen, verzeihen Sie es mir. Also, liebe Mitglieder der Lead Academy, sehr geehrte Damen und Herren, im November 2002 saßen sechs junge Journalisten im Souterrain eines hässlichen Bürogebäudes am Münchner Stadtrand. Sie hatten gerade ihre Jobs bei Jetzt verloren, dem wöchentlichen Jugendsupplement der Süddeutschen Zeitung, das aus Kostengründen eingestellt wurde. Der Auftrag ihres neuen Arbeitgebers, der Stern-Chefredaktion, lautete: Ihr habt ein halbes Jahr Zeit, macht, was ihr wollt. Es muss sich nur verkaufen. Als Auftrag war das für uns zugleich ein Traum und ein Albtraum. Erstmal machten die sechs da unten im Souterrain nichts, außer zu lesen. Sie lasen Frauenmagazine und Männermagazine, General Interest Titel, Special Interest Titel, deutsche Hefte, US-amerikanische Hefte, französische Hefte. Sie sahen sich zahllose Websites an und manchmal schauten sie auch einfach nur Fernsehen. Oder gingen spazieren oder betranken sich abends zusammen. Und dabei suchten sie nach einer Marktlücke auf dem Printmarkt, nach irgendwas, das es noch nicht gab und das sich lohnen könnte zu machen. Sie lasen Glamour und Cosmopolitan und Maxi und Amica und Joy und manchmal sah einer auf und sagte sowas wie: Frauen sind offensichtlich Masochistinnen. Wenn ich mir Frauenmagazine durchlese, finde ich nur als Anregung getarnte Befehle. Nimm ab, du fette Kuh, sonst findest du nie einen Mann. Schmink dich endlich besser, sonst feuert dich dein Chef. Und hey, wenn du diese Handtasche nicht kaufst, dann spricht morgen überhaupt niemand mehr mit dir. Die sechs lasen Esquire und Men's Health und GQ und FHM und manchmal sah einer auf und sagte sowas wie: Männer sind offensichtlich alle Vollidioten. Wenn ich mir Männermagazine durchlese, finde ich nur Bierhelmhumor und als Schulterklopfe getarnte Hinweise darauf, wie man viel Geld verdient, um sich davon ein Auto, eine Uhr, einen Anzug zu kaufen und damit Frauen ins Bett zu kriegen. Sie lasen Spiegel und Bunte und Gala und Brand 1 und Vanity Fair und 032C und Geo und alte Ausgaben von Twen und Tempo und irgendwann sah einer auf. Was fehlte, war klar. Es tat sich eine riesige Lücke auf, nach der Bravo und vor dem Stern. Was fehlte, ein schlaues General Interest Magazin für Frauen und Männer zwischen 20 und 35, das seine Leserinnen und Leser nicht bevormundet, keine Befehle erteilt, nicht als Konsumidioten abstempelt, sondern sie ernst nimmt, gut unterhält und dabei glaubwürdigen Journalismus macht. Ebenso klar war allerdings, warum es so einen Titel noch nicht gab. Die Interessen einer 20-jährigen Germanistikstudentin in Passau und eines 34-jährigen selbstständigen Programmierers in Hamburg sind so unterschiedlich, dass sie kaum in einem Heft zu versammeln wären. Ein Magazin zu erfinden, das seine Zielgruppe rein demografisch bestimmt, war in diesem Fall leider unmöglich. Diese Erkenntnis führte zu einem der Abende, an denen die sechs sich gemeinsam betranken. Es waren jetzt schon 2 Monate vergangen und außer einer Marktlücke, die scheinbar nicht zu füllen war, hatten sie noch nicht viel vorzuweisen. Dann gingen sie in den Weihnachtsurlaub mit einer kleinen Aufgabe. Jeder sollte mit einem einzigen schlauen Satz zurückkommen. Nach den kurzen Ferien trafen sich die sechs wieder und saßen in ihrem hässlichen Büro am Münchner Stadtrand an einem Tisch zusammen. Sie sprachen über ihre Jobs, über die Zukunft, über diese seltsame Lebenssituation, in der sie sich befanden. Also sollten Sie sich jetzt sorgen, dass Ihre Arbeitsverträge in 4 Monaten enden würden, oder sollten Sie sich freuen, dass Sie dann wieder frei wären für neue, andere Abenteuer? Einer kam aus dem Urlaub mit dem Satz: Eigentlich wäre es an der Zeit, erwachsen zu werden. Ein anderer sagte dazu: Ja, ja, eigentlich, es macht nur leider keinen Spaß. Eine sagte: Aber irgendwann macht es mehr Spaß, sein Leben in Ordnung zu bringen, als überhaupt nicht an morgen zu denken. Zu diesem Satz hatten dann alle was zu sagen. Einer erzählte von der Unlust, sich mit dem ganzen Behördenkram zu beschäftigen, der ihm zugeschickt werde. Immerhin, so erzählte er, habe jetzt schon einen Leitsordner angelegt.
Und auf diesem Ordner habe er wichtige Dokumente geschrieben. Dort stopfe er jetzt alles rein, was irgendwie wichtig aussehe. Nachrichten von seiner Sozialversicherung, Post von der Autoversicherung, irgendwas von der Rentenversicherung. Er habe jetzt schon ein viel besseres Gefühl, sagte er, weil alles an seinem Platz sei. Jetzt muss ich mich nur noch dazu aufraffen, die Briefe auch aufzumachen. Eine erzählte von der Unwissenheit, einer Ungewissheit einer Freundin, die sich nicht sicher sei, ob sie nun Kunstgeschichte oder doch wie von den Eltern gewünscht Jura studieren solle. Und wie unmenschlich die Forderung sei, schon mit 21 zu entscheiden, was man ein Leben lang arbeiten solle. Einer erzählte von der größten aller Fragen, von der Unsicherheit, ob er mit seiner Freundin tatsächlich Kinder haben will oder ob sie vielleicht doch nicht die richtige für ihn ist. Wie zur Hölle soll man das jetzt schon wissen? Einer erzählte von einem Versprechen, das er sich selbst gegeben hatte, als er bei seinen Eltern ausgezogen war. Er hatte sich geschworen, niemals im Leben das ganze spießige Haushaltsgerät anzuschaffen, das in der Küche seines Elternhauses rumsteht. Mixer, Rührer, Zauberstab, Saftpresse, Brotschneidemaschine. Jetzt, sagt er, wo er alleine wohnt, steht er allerdings in einem tiefen Käsereiben-Dilemma. Weil er sich bei jedem Spaghetti-Abendessen, wenn er Parmesan reiben will, an einer großen Gurkenreibe die Fingerkuppen aufraspelt. Und jetzt ernsthaft darüber nachdenke, was das kleinere Übel sei. Ein Spießer mit Parmesanreibe zu werden oder weiter aufgeraspelte Fingerkuppen zu haben. Es fielen uns noch zahllose andere Beispiele ein für das immer gleiche Thema. Menschen zwischen 20 und 35 stehen oft zum ersten Mal in ihrem Leben vor Entscheidungen, die weitreichender sind, als sie sehen können. Solche Entscheidungen dennoch treffen zu müssen, kann Angst machen, weil man sich festlegen muss und weil man ein Stück Freiheit und Unbeschwertheit dafür aufgeben muss. Menschen in diesem Alter eint das Gefühl, dass es langsam Zeit wird, im Leben voranzukommen. Und gleichzeitig eint sie die berechtigte Sorge, auf diesem Weg unglücklich zu werden. Deshalb schieben viele von uns die großen und kleinen Lebensentscheidungen so lang wie möglich vor sich her. Dieses Gefühl definiert mir in einem Satz. Eigentlich sollten wir erwachsen werden. Wenn man nun die Zielgruppe eines Magazins nicht demografisch bestimmen kann, weil sie dadurch viel zu groß, viel zu ungenau und viel zu unbestimmt würde. Was wäre, wenn man sie stattdessen emotional bestimmt? Wenn man sich vornimmt, hey, wir machen ein Heft für alle, die den Satz, eigentlich sollten wir erwachsen werden, verstehen. Mit allen Themen, die für junge Erwachsene in dieser speziellen Lebenssituation relevant sind. Aus der Gesellschaftspolitik, ebenso wie aus der Popkultur, aus dem Beziehungsleben und dem Beruf, aus Freundschaft und Reise. 6 Monate später, die Verträge wurden inzwischen kurz verlängert, im Juni 2003 erschien die erste Ausgabe von Neon. Sie verkaufte sich über 100.000 Mal. Im Juni dieses Jahres feiert Neon seinen 5. Geburtstag. Das Heft ist erwachsen geworden. Über 200.000 Menschen kaufen es jeden Monat. Im Schnitt wird jede Ausgabe von 680.000 Menschen gelesen. Tendenz steigend in zweistelligen Prozentzahlen. Leser sind zu gleichen Teilen Frauen und Männer. Der Altersdurchschnitt liegt bei etwa 30 Jahren. Mit einem Planungsvorlauf von etwa 2 Monaten und einem Andruck gut 3 Wochen vor Erscheinen ist es für Neon unmöglich, die Nachrichtenlage aktuell abzubilden. Trotzdem nehmen wir für uns in Anspruch, ein aktuelles Magazin zu sein. Wir nennen das emotionale Aktualität. Die Neon-Redaktion fahndet hierzu bei der Themensuche für alle Ressorts nach Stimmungen und Gefühlen ihrer Zielgruppe. Es ist Verdruss zu spüren über die schizophrene Forderung an die Generation der jungen Erwachsenen, Karriere zu machen, flexibel im Job zu sein, die Rente der Alten zu sichern und zugleich möglichst viel Nachwuchs zu zeugen. Daraus wird die Titelgeschichte »Darum haben wir noch keine Kinder«. Es fällt auf, dass immer häufiger gefälschte Lebensläufe von angeblich beruflichen Überfliegern bekannt werden, dass Diplomarbeiten aus dem Netz zusammenkopiert werden. Daraus wird die Geschichte »Schummeln mit Erfolg«, wie Hochstapler die Jobwelt erobern. Ein Redakteur stellt eine eigenartige Diskrepanz fest zwischen der Deutlichkeit und Häufigkeit, mit der die Werbung ihre Produkte über Sex und Nacktheit verkauft, und den Schwierigkeiten, die viele Menschen dabei haben, offen über körperliche Bedürfnisse zu reden. Daraus wird die Titelgeschichte »Wir reden zu wenig über Sex«.